Beuys versteht sich als Auserwählter. Allerdings hält er weiter an dem völkischen Biologismus fest, der die Gesellschaft als etwas organisch Gewachsenes ansieht. Er will keine Abrechnung oder Aufarbeitung. Beuys lehnt sie ausdrücklich ab. Er will stattdessen die geistige Auferstehung des deutschen Volkes. Obwohl Beuys sein ganzes Leben lang an der völkischen nationalsozialistisch geprägten Mythologie festgehalten hat, lassen sich ab 1961 während seiner Lehrtätigkeit an der Düsseldorfer Akademie Veränderungen in seinem Weltbild feststellen. Er thematisiert von da an insbesondere auch die Götterwelt der Kelten und später in den USA auch die Götter der Indianer. Er verallgemeinert nun die Bedeutung der Mythologie für alle Völker. Allerdings hält er weiter an dem völkischen Biologismus fest, der die Gesellschaft als etwas organisch Gewachsenes ansieht. Dem entspricht auch seine Theorie der Plastik. Organisches Bilden von innen her. Er sagt, dass, Zitat, die Biene in einem Umraum zu leben liebt, der gewissen organischen Wärmecharakter hat. Und da kommt schon zum Ausdruck, was mich interessiert hat bei den ganzen Skulpturen, der allgemeine Wärmecharakter. Ich habe später so eine Art plastische Theorie, wo der Wärmecharakter, die Wärmeskulptur, eine große Rolle spielt, ausgebildet, die sich schließlich auf das ganze Soziale ausdehnt. Der allgemeine Honig wurde früher auch im mythologischen Zusammenhang als eine spirituelle Substanz angesehen. Und insofern war die Biene natürlich auch eine Gottheit. Zitat Ende. Es werde Kosmisches und Irdisches verbunden. Der Mensch, sagt Beuys, sei auch ein Bienenschwarm, ein Bienenstock. Der völkische Sozialismus bei Beuys, die Bienen ordnen sich unter und bilden ein Volk. Die Rolle der Königin gibt die Natur vor. Die Biene versteht es durch Brustkörperkontraktion im eigenen Leibe Wärme zu erzeugen. Diese Wärme wird gespeichert, indem die Bienen eine Traube bilden, sich also gegenseitig wärmen. Das ist der idealistische Traum von Beuys. Die Bienen, die Menschen, sollen sich gegenseitig wärmen. Dass die Wärme einer Gesellschaft eine total andere Qualität hat als die Wärme im Bienenstock, berücksichtigt Beuys nicht. Die Wärme im Nationalsozialismus ist eine ganz andere als die einer in einer Demokratie, in der für die Würde des Menschen klare Regeln gelten, also materialistische Prinzipien. Das aber ist nicht im Sinne von Beuys. Nach ihm müssen die Menschen die Wärme aus ihrem Innern, aus ihrer Seele und aus der Vereinigung mit den kosmischen Kräften gewinnen. Übrigens irrt Beuys, wenn er meint, in allen Kulturen würde die Biene für Sozialismus stehen. Bei seiner Kenntnis der Volkskunde müsste er eigentlich wissen, dass die Biene in fast allen Kulturen ein Symbol des Königtums ist. Auch das Wappen von Napoleon ziert die Biene. Oben dominiert die Königin, eine straffe Arbeitsorganisation regelt die Unterordnung, alles ist vorherbestimmt. Bei den Kelten kommen die Bienen aus einer anderen Welt. Sie stehen für geheime Weisheit. Seit 1973 war Beuys Mitglied der Anthroposophischen Gesellschaft, also einer Gesellschaft, die durch Meditation in Berührung mit den geistigen Prinzipien kommen wollte und so den Sinn des Weltgeschehens zu erfassen suchte. Bienen sind für Beuys Künder einer geheimen Weisheit, ganz im Sinne von Steiners Erlösungsidee. Mineral, Pflanze und Tier als die drei Stufen in der Natur, die hinauf zum Menschen und zum Göttlichen führen. Wie schafft Beuys jetzt den Übergang von dem Organischen und Natürlichen mit den kosmischen Kräften, mit den geistigen Energiefeldern des Weltalls in Berührung zu kommen? Das ist eben seine Kunst der künstlerischen Intuition.
Der Künstler ist als Schamane mit seherischen Kräften ausgestattet. Und nur das zeichnet nach Beuys die Kreativität des Künstlers aus. In dem Schamanen vereinen sich seherische und spirituelle Kräfte. Der Schamane verkörpert Zukünftiges gegen den materialistischen Intellektuellen. Der Schamane ist ein Kranker, der sich selbst zu heilen weiß. Interessant ist auch, wenn wir an Beuys denken, dass der Schamane Zwiegespräche mit den Tieren halten, sich sogar bis zu einem gewissen Grad in sie verwandeln kann. Beuys versteht sich als Auserwählter. Er hat Zugang zu den Bezirken des Heiligen. Er habe als Schamane das Initiationserlebnis der Zerstückelung und auch die Auferstehung erfahren. Denn Beuys wurde im Zweiten Weltkrieg traumatisiert. Er wurde bei seinen zahlreichen körperlichen Verletzungen im Krieg zerstückelt und dadurch auch psychisch stark verletzt. Beuys musste als Soldat ganz real töten. Beuys sah sich in der Tat als Auserwählter, auch als Schamane mit seherischen Fähigkeiten. Die Auferstehung könnten wir dann als bewusstes Verarbeiten der geschichtlichen Verirrung sehen, einer Abrechnung mit dem Nationalsozialismus und mit der nordischen Mythologie. Aber gerade diesen Weg geht Beuys nicht. Er will keine Abrechnung oder Aufarbeitung. Beuys lehnt sie ausdrücklich ab. Er will stattdessen die geistige Auferstehung des deutschen Volkes, eine Vergeistigung ganz im Sinne seines Lehrers Rudolf Steiner. Vergeistigung, Kreativität und Intuition sind die Kräfte, die es nach Beuys dem Menschen ermöglichen, sich spontan aus sich selbst heraus zu entwickeln. Damit werden die Zeit-Raum-Verhältnisse aufgelöst, da sie materialistisch definierbar sind. Der Künstler schafft durch Intuition und Kreativität mit seinen seherischen Kräften einen Überzeitraum. Dieser kennt keine physikalischen Gesetze, da der neue Überzeitraum ja ein geistiges Prinzip ist. Da der Mensch durch Kreativität und Intuition ganz Geist wird, kann er den neuen Überzeitraum selbst erzeugen. Nur wer so denkt, beziehungsweise sich so etwas ausdenken kann, kann sich wohl wie Beuys für legitimiert und befähigt halten, die Geschichte nicht nur zu revidieren, sondern sie sogar neu zu erfinden. Das Beuysche Denken erschließt so der Kreativität völlig neue Betätigungsfelder. Wenn Beuys demnach die Geschichte seiner Rettung durch die Tataren manipuliert darstellt oder seinen Lebenslauf verfälscht, ist das keine Lüge, sondern geistige, kreative Realität. Alles Seelische stammt nach Beuys aus der Kunst, dem schaffenden, übernatürlichen, übersinnlichen Geist. Sollte sich der kosmische Geist, vor allem die nordische, germanische Mythologie, als sogenannte Urweisheit ausgesucht haben? Nochmals Beuys zu seinem totalen Kunstbegriff. Der Mensch, der Mensch muss wieder nach unten mit den Tieren, den Pflanzen, der Natur und nach oben mit den Engeln und Geistern in Beziehung treten. Zitat Ende.